Du hast so recht, Bro. Habt ihr vor, das Gebrowen noch sehr lange fortzuführen? Nur für den Rest unseres Lebens, Süße. Bros, 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 Bros. Könnt ihr nicht zumindest woanders Bros sein? Das nervt. Nervt die Rettung der Welt etwa? Das glaube ich kaum. Vor welcher Gefahr muss die Welt gerettet werden? Vor der Bro-Pokalypse! Alle 2000 Jahre schickt der Bro-Gott einen intergalaktischen Fistbump auf den Gipfel des Mount Brosuvius. Und der ultimative Bro muss diesen besagten Fistbump erwidern. Es ist super krank. Doch falls der Bro-Gott hängen gelassen wird, naht unweigerlich die Bro-Pokalypse. Nach hinten gedrehte Caps, hochgeklappte Kragen und Muschelhalsketten existieren dann bald nicht mehr. Gut. Ah, wir freuen uns schon auf diesen Tag. Obendrein wird auch die Welt zerstört. Du verulkst uns. Sieht das etwa verulkend aus? Gut, wenn ihr uns jetzt entschuldigt, diese Bros müssen kurz die Welt retten. Aber zuerst noch ein letzter Powerheber. Oh, ja, 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 schwellt schon an! Das Worst-Case-Szenario! Na dann, Bros, Abmarsch! Bros, ich kann nicht laufen! Das bedeutet, wir können gar nicht ankämpfen gegen... Oh, die Bro-Pokalypse! Oh, Schock. Das ist wohl das Ende eures dummen Bro-Zeugs. Schluss mit verkehrten Mützen. Das Schild gehört auf die vordere Seite. Schluss mit Extremsport. Ich bevorzuge den Sport der Milde. Und Schluss mit komplett verschmierten Schnuten beim Essen. Die Scham ist das. Das Leben ist so nicht mehr lebenswert. Wenn wir uns nicht aus diesen Verletzungen rausbrauen können, stellt sich die Frage gar nicht erst, Beast Boy. Ah, kommt schon. Die Welt wird sicher nicht untergehen, nur weil ihr nicht auf einem Gipfel rumbrot. Es kommt eine magnetische Störung da an dieser Bergkette auf. Das ist nicht nur irgendein Berg. Das ist der Mount Brosuvius. Hier steht Mount San Antonio. Brosuvius! Wenn die Energie von der magnetischen Störung nicht verteilt wird, würde das die Welt zerstören. Das glaube ich jetzt nicht. Das wird ja wirklich die Bro-Pokalypse. Keine Sorge, Ladies. Die ultimativen Bros machen das. Ganz ruhig, ihr Torfnasen. Wir machen das. Aber ihr seid keine Bros, Bro. Genügt da denn nicht einfach ein Gang durch die Zauberkugel der Bros? Und die dauernde Verwendung von Bro? Da braucht es schon noch mehr zum ultimativen Bro. Yo, Bro. Yo, der Bruder. Yo, was für eine scharfe Kette, Bro. Was geht ab, ganz entspannt, Mann? Lass mal durchhängen, oh, Bro. Oh, das verschmierte ja, Alter, Essen. Den hast du im Kopf. Der beißende, miese Gestank. Siehst du die süße Schnitte? Schnittchen schmecken mir super gut. Ah, ist ein Anfang, junge Bros. Aber zum ultimativen Bro genügt es nicht, den Kragen aufzustellen. Ein Bro zu sein kommt genau von hier. Das ist unsere Bro-Bibel. Sie führt euch auf eurer Bro-Reise. Viel Glück, junge Bros. Und vergesst nicht, kein Bro ist noch ein Bro ohne Bros.